Es ist Zeit für dein Leben, für dich, weil du wertvoll bist. Meditation mit Energieübertragung, göttliche Frau und göttlicher Mann vereinen sich in dir. Hast du gewusst, du wunderbare Seele, denn es ist kein Zufall, sondern eine Fügung, dass du diese Reise mit mir gemeinsam machst und die hohen Energien dafür erhältst, dass du eine innere Familie hast, eine innere Mutter, eine innere Frau, einen inneren Mann, einen inneren Vater und nicht nur ein inneres Kind, sondern vielleicht sogar mehrere. Diese Familie, weiblich und männlich, in dir zu vereinen, dich voll und ganz zu leben hier auf Mutter Erde, dich voll und ganz zu verwurzeln, ja zum Leben hier zu sagen und deinen Seelenplan zu erfüllen, der dir dann die Erfüllung in dir und dann nachher im Außen bringt. Deine göttliche Mission zu erfüllen, ins Dienen zu kommen und dann zu erhalten. Wenn du dienst und gibst, dann erhältst du. Die äußere Familie spiegelt dir deine innere Familie. Hast du gewusst, dass du eine weibliche Ahnenlinie und männliche Ahnenlinie hast und die unterschiedlich auch schwingen können? Dass hier die göttliche Ordnung wiederhergestellt werden kann auf Seelenebene, aber dazu braucht es, ins Tun zu kommen. Das Tun und das Intensive wirken hier in diesem Bereich. Dafür gibt es ein Webinar, das du gerne bei mir erhalten kannst. Wenn du diese Reise hörst und das Webinar hat online schon stattgefunden, das macht nichts. Denn Energie kennt kein Zeit und Raum. Dann erwerbe bei mir die Aufzeichnung. Schreibe mich einfach auf info@sissigöttling.com an. Schau auf meiner Webseite, da findest du die aktuellen Webinare unter Erwecke die Göttin in dir. Und so wollen wir jetzt gemeinsam deine göttliche Frau und deinen göttlichen Mann wahrnehmen, spüren und dass sie sich in Frieden die Hand reichen. Und solltest du mehr tun wollen, begleite ich dich auch gerne persönlich, individuell oder über einen Online-Kurs. Mach es dir ganz bequem, erlaube zu empfangen und dich zu entspannen. Wenn du möchtest, halte dieses Video einfach an und lege dir eine Musik auf, die dir persönlich gefällt, gut tut und dich entspannt. Damit du diese freie Wahl hast, ist diese Reise hier ohne Musik. Denn manche tun sich in der Ruhe leichter. Du kannst sitzen oder liegen, dir eine Kerze entzünden. Alles genauso, wie du es möchtest, ganz bequem zu Hause. Diese Anteile spiegelt dir auch deine Partnerschaft oder dein Single-Leben. Frau und Mann, Vater, Mutter.
Hast du gewusst, dass du vielleicht noch für Mutter und Vater sprichst, denkst und handelst und Lasten für die Ahnen trägst, um sie zu erlösen, weil du zugestimmt hast auf Seelenebene? Dann sage ja dazu, dass du diese Aufgabe gerne erfüllst. Denn genau dir fällt es dann sehr leicht, weil du bist göttlich geschützt und geführt. Denn das ist eine hervorragende Aufgabe, die du dir vorgenommen hast. Und die kann ganz leicht sein. Erlaube dir auch, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dich begleiten zu lassen. Auf deiner Reise, deine innere Familie in dir und auf Seelenebene zu vereinen. Im Frieden und in Liebe. So hast du jetzt meinen Worten gelauscht und dich sicherlich jetzt entspannt. Es darf ruhig und still werden in dir. Und dein Verstand wird ganz ruhig. Und du weißt, du musst nicht alles wissen und dir erklären können. Einfach zulassen, geschehen lassen. So wirkt jetzt die geistige Welt schon intensiv für dich. Energien aus der Dimension, die für dich jetzt gut und richtig ist, fließt in dich. Lichtcodes, Seelencodes. Du wirst kodiert, geöffnet, kalibriert, weiblich und männlich, integriert und vereint, jetzt in diesem Augenblick. Wir haben nur das Jetzt. Und das ist ein heiliger Augenblick. Kosmische Hochzeit. So nimm deinen Körper wahr. Du wunderbare, lichtvolle, göttliche Seele, verkörpert hier als Mensch. Auf Mutter Erde. Und so darf deine linke Seite sich jetzt wandeln in pures, klares, gleißendes Licht, in eine wunderschöne Frau. Voller Kraft, Vitalität, Schönheit, Anmut. Die ebenso die Mutterenergien trägt der Fürsorge, Barmherzigkeit. Und du wirst für dich die Bilder oder das Gefühl erhalten, was für dich jetzt bestimmt ist. Deine linke Seite wandelt sich zu einem weiblichen Lichtwesen, ganz weich, voller Hingabe. Weibliche Energie durchströmt dich und unterstützt dich, dich noch mehr fallen zu lassen,
loszulassen, sein zu lassen, wie es jetzt ist, zu empfangen. Mutter Erde, die weibliche Energie, unterstützt dich. Diese Frau ist voller Sanftmut, Liebe, Frieden und zugleich kraftvoll, selbstständig und selbstbestimmt. Du kannst es jetzt fühlen. Erlaube dir, diese göttliche Frau zu fühlen. Erlaube ihr, sich zu zeigen in dich, in deine Energie einzutreten und Platz zu nehmen, jetzt. Großartig. Du bist auserwählt dafür, das zu tun, das zu erlauben. So lenke liebevoll und achtsam deinen Blick, dein geistiges Auge auf deine rechte Körperseite. Und so wandelt sich diese jetzt mit aller Unterstützung der göttlichen Urquelle in deinen göttlichen Mann, in die männliche Energie. Deine rechte Körperhälfte wird immer lichtvoller, klarer, reiner. Ein wunderschöner Mann. Voll und ganz im Leben stehend, kraftvoll. Ein Mann, der auch seine Gefühle zeigen und leben kann. Aktivität. Deine aktive männliche Seite. Du erinnerst dich. Du erkennst, du lässt geschehen. Und dir ist bewusst, dass so vieles mehr noch in die Ordnung geführt werden möchte. In dir. Um dich herum. Dieser wunderbare Mann, diese männliche Energie. Ist ebenso frei, unabhängig, selbstbestimmt und selbstständig, dem Leben zugewandt. Der weiblichen Seite voller Hingabe zugewandt.
die männliche Seite empfängt jetzt die weibliche Seite. Die Frau, die weibliche, öffnet sich und empfängt den Mann. So wie es auch im Irdischen gelebt wird. Du nimmst wahr, kannst fühlen und spüren und auch mit deinem geistigen Auge sehen, wie sie einander in die Augen blicken, auf Augenhöhe gleich. Auf der gleichen Ebene erblicken sie sich, blicken sich tief in die Augen, die die Seele widerspiegeln. Und der göttlich-weibliche und göttlich-männliche Seelenanteil freut sich, sich jetzt noch näher und näher zu kommen, Nähe zuzulassen. Aufhebung aller Trennung jetzt. Aufhebung aller Grenzen jetzt. Liebe fließt bedingungslos, unendlich, ewiglich. Und sie reichen sich in deinem Herzzentrum jetzt liebevoll die Hände. So wird dein Herzzentrum berührt, tief berührt in dieser heiligen Verbindung, in dieser kosmischen Hochzeit. So wird der heilige Gral in dir entzünden. Der ewiglich fließt. Die Quelle in dir nie versiegt, unerschöpflich, voller Gnade. So vereinen sie sich in einem kosmischen Tanz. Beide lichtvollen Wesen verschmelzen miteinander, werden zu einem Licht gefüllt mit Liebe, Frieden. In einen spiralförmigen Tanz in deinem ganzen Körper. Bis über den Körper hinaus, bis tief in Mutter Erde. Verbindung mit weiblicher Energie, Mutter Erde. Bis tief hinein in Vater Himmel, Verbindung mit männlicher Energie. Und über deinen Körper hinaus, in alle unsichtbaren Körper. So weit, wie es dir möglich ist, grenzenlos. Alles kommt in Bewegung, in den Fluss. Deine Zellen, deine Seelenenergie beginnt zu schwingen in deinem O-Ton und Seelenton.
Du wirst unermesslich geliebt, wunderbare Seele. Wenn du möchtest, verweile in dieser Energie, solange wie es für dich jetzt gut und richtig ist. Folge dem Ruf deiner Seele. Steh auf und begib dich in dein wunderbares Leben hier auf Mutter Erde. Hilf deinen Ahnen, den Mutter-Vater-Energien, deiner inneren Familie. Und es wird dir immer besser und besser gehen. Erlaube dir, tief zu blicken und Seelenwunden zu heilen. Alles Liebe, deine Sissi Göttling. Ich freue mich auf eine intensive Arbeit mit dir auf Webinar, Online-Kurs oder bei einem persönlichen Termin. Alles Liebe.